Weiter geht's am Projektauto Fiat 500 zur Verkaufsaufbereitung. Nach außen kommt innen. Bevor wir mit dem Lack durchstarten, machen wir erstmal den Innenraum, weil erfahrungsgemäß bei so verschmutzten Innenräumen, wobei der ist jetzt nicht extrem verschmutzt, aber bei so staubigen, sandigen Innenräumen, fliegt durch das ganze Pusten und Reinigen und Trockeneis nochmal Schmutz auf den Lack. Und wenn man das auf polierten Lack nachher hat, den Sand, dann ist es äußerst schwierig zu entfernen, ohne wieder Kratzer zu verursachen. Deswegen machen wir erst den Innenraum. Die Methodik ist fast die gleiche. Wir nehmen euch bei den einzelnen Schritten immer mit, zeigen euch, was wir machen, warum wir es machen und sehen uns dann zwischendurch wieder. Schauen wir uns das den Vorherzustand an, den Ausgangszustand. Man muss hier zugeben, der Vorbesitzer hat ein bisschen Vorarbeit geleistet, hat einmal so gründlich wie er kann durchgesaugt, alle Oberflächen einmal abgewischt. Deswegen ist der Zustand hier gar nicht so schlimm. Aber wir wollen hier das bestmögliche Ergebnis rausholen, weil gerade das entscheidet beim Kauf oder Verkauf eines Autos in dieser Preisklasse darüber, ob sich jemand darin wohlfühlt, wenn er einsteigt. Da achten die Leute eher weniger auf den Lack, sondern mehr auf den Innenraum. Das heißt, wir machen hier alles, was sinnvollerweise möglich ist. Schritt 1 ist das gründliche Saugen. Hier nehmen wir einen Staubsauger und einen ganz weichen Pinsel zur Hand. Wenn man wirklich extrem verschmutzte, versandete Teppiche hat, kann man auch Druckluft dazu nehmen, aber dadurch wird der ganze Sand und Schmutz im Innenraum aufgewirbelt und legt sich wieder auf die Oberflächen. Wenn der Zustand nicht ganz so schlimm ist, nehmt einfach einen Pinsel, dann könnt ihr gleich beim Auspinseln einsaugen und wirbelt den ganzen Schmutz nicht so durch die Gegend. Wie ihr seht, haben wir ja die Sitze ausgebaut. Hier ein kleiner Hinweis, bei modernen Fahrzeugen mit Airbag dürft ihr das selber nicht machen. Da müsst jemand ran, der einen sogenannten Airbag-Schein hat. Nächste Problematik ist, dazu kommt auch, dass ihr sonst einen Airbag-Fehler habt, wenn ihr den nicht löschen könnt. Also nur als Hinweis. Hier haben wir ergänzend in den Ritzen nach der ersten Saugung nochmal einen Tornado, also eine Druckluftreinigungsimpulspistole eingesetzt, um wirklich den Sand rauszubekommen. Hat sich einfach gezeigt, dass doch in der Tiefe noch ein bisschen mehr Sand war, als am Anfang eigentlich vermutet. Und dann ging es auch an eine Schmutzstelle, die haben wir beim Ausräumen entdeckt. Da ist scheinbar mal was ausgelaufen, wahrscheinlich Öl oder irgendwas anderes. Das hat richtig geklebt, das mussten wir erstmal gründlich reinigen mit einer Bürste und den ganzen Schmutz daraus sammeln. Das war so ein kleiner Zwischenschritt beim Saugen, ist jetzt kein unbedingter Standard. Jetzt ist einmal durchgesaugt und grob Staub befreit. Natürlich liegt jetzt hier auf den Oberflächen immer wieder Staub von der Druckluftbearbeitung. Wir werden uns jetzt an die Trockeneisreinigung machen, das heißt die ganzen Ritzen und Kanten von Staub befreien und damit die Oberflächen auch. Natürlich ist noch nicht final gesaugt. Ganz am Ende wird nochmal durchgesaugt, weil während der ganzen Reinigungsprozesse jetzt nochmal Schmutz entsteht. Dann kommt die Reinigung der Teppiche und Textilien sowie die Lederreinigung, weil da spritzt es nochmal. Da kommen nochmal vielleicht Reiniger oder Schmutzreste auf die ganzen anderen Oberflächen. Und zu guter Letzt kommt dann die Reinigung der Kunststoff und vor allen Dingen hier der lackierten Oberflächen. Und auch da ganz wichtig, da nicht einfach mit einem Innenraumpad oder mit einem Pinsel wie ein Irrer drüber fegen, sondern hochwertiges Tuch, langfloriges Tuch oder mittellang geht auch, einem guten Reiniger und vorsichtig wischen. Ich glaube, bei dem Auto wird es jetzt keinen riesen Unterschied machen, weil der ist, wie gesagt, relativ in Mitleidenschaft gezogen. Das sieht man auch am Tacho. Aber dennoch wollen wir nicht mehr kaputt machen, als ohnehin schon war. Also hier ein bisschen Vorsicht, insbesondere wenn die Leisten nicht wie hier weiß, sondern noch hochglanzschwarz sind. Der große Vorteil am Trockeneis ist, dass ihr wirklich in jede Ritze und Kante kommt und der Schmutz tatsächlich auch entfernt und nicht nur angelöst wird. Das heißt, ihr habt einen extremen Zeitvorteil, gerade im Innenraum, je nach Verschmutzung locker 30-50%. Wir benutzen das jetzt seit über 2 Jahren und ich will es wirklich nicht mehr missen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Innenraum strahlen wir in der Regel mit ein bisschen weniger Druck, so zwischen 2,5 und 5 Bar, je nachdem, was wir für Oberflächen haben. Und dann kann ich wirklich ausnahmslos über jede Oberfläche rüber. Leder sollte ich jetzt nicht explizit damit reinigen, wobei mit 2 Bar auch auf Leder nichts passiert, aber dafür ist es halt nicht gedacht und auch nicht so gut geeignet. Aber hier so ein Schaltsack, also diese Abdeckung, da kann ich mit drüber, da passiert gar nichts. Und ich arbeite wirklich komplett abrasionsfrei, kratzfrei und habe eine intensive Reinigung in kurzer Zeit mit hoher Schonung. Muss am Ende nur noch mal saugen und dann hat sich die Laube sozusagen, also wirklich für mich als gewerblicher Aufbereiter, der es jeden Tag macht, Gamechanger gewesen und immer noch so begeistert wie am Anfang.
Nach der Trockeneisreinigung ging es dann am Ende an die Feinreinigung, das heißt an die Stoffsitze, die haben wir draußen bearbeitet. Dazu gibt es ein separates Video, die haben wir ausgebaut. Und an die Oberflächen, dort haben wir eine Mischung aus Innenraumreiniger, Interior Scrub Pad und Tuch gewählt, je nachdem wie schmutzig die Oberfläche war. Alle verlinkten Produkte findet ihr immer unten, dann könnt ihr euch genau anschauen, was wir wann wo benutzt haben und wo ihr es selber findet, falls ihr es braucht. Das hat jetzt hier wirklich gut funktioniert. Ist ein eher günstiges Auto, das heißt, wir haben viele Kunststoffoberflächen, müssen nicht so viel, ja, muss nicht ganz so schonend sein, als hätten wir jetzt viel Leder, aber dadurch auch entsprechend stärkere Verschmutzung. Ihr seht jetzt hier, wie Marcel noch die Sitze hinten reinigt. Und auch hierfür, für die Sitze hinten, das Interior Scrub Pad und ein Tuch verwendet. Auch die Gurte haben wir nochmal gereinigt, also wirklich alle Oberflächen. Das sollte immer so einer der letzten oder der vorletzte Schritt sein. Alles, was spritzen kann, Stoffreinigung, Lederreinigung, kommt vorm Abwischen der Oberflächen. Wenn ihr ein bisschen geübt seid, gerade mit dem Scrub Pad, spritzt da nicht so viel wie mit einer Bürste, könnt ihr das auch sozusagen gleichzeitig in einem Atemzug machen. Und dann seid ihr mit dem Innenraum auch schon fast durch. Wir haben uns dann um die sehr in Mitleidenschaft gezogenen Matten gekümmert. Die Reinigungsmethode ist mit Sicherheit eine aus der Kategorie Rabiat. Wir haben den Sonax Multistar in einer relativ hohen Konzentration, ich meine es war unter 1 zu 10 verwendet, mit einer harten Bürste durchgebürstet und dann mit dem Hochdruckreiniger ausgespült. Ich meine, so ein Satz Matten kostet original, ich weiß nicht, was sie bei Fiat kosten, aber lass es irgendwas zwischen 10 und 50 Euro pro Matte sein. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Aber selbst wenn es nur 10 sind und du eine neue kaufen kannst, die Methode hier dauert pro Matte insgesamt vielleicht 2-3 Minuten. Und so, da hat man wenigstens nochmal ein lohnendes Ergebnis. Jemand, der sein Auto jetzt verkauft, will vielleicht nicht unbedingt immer neue Matten kaufen. Und so spart man sich wirklich Zeit und hat trotzdem eine saubere Matte. Ist jetzt sicherlich keine Methode für eine Unterhaltsreinigung. Also reinige deine Matten nicht jedes Mal so. Wobei der Hochdruckreiniger gar nichts macht. Wenn das Wasser wirklich in Ruhe trocknen kann, dann gibt es auch keinen Schimmel oder so. Aber diese Bürste ist natürlich ein bisschen rauer zur Faser, aber für eine initiale Aufbereitung oder eben eine intensive kann man das schon mal machen. Wichtig ist dann halt, das ganze Wasser wieder rauszudrücken, damit die Matte auch innerhalb von einem Tag und nicht innerhalb von 5 Wochen trocknet. Matten zum Trocknen aufhängen, am besten in einem warmen Raum und dann sehen sie tatsächlich fast wieder aus wie neu, abgesehen von den ausgefransten Kanten. Und damit war es das auch schon. Hier ist das Ergebnis von der Innenraumreinigung am Fiat 500. Ich glaube, in dem Innenraum fühlt man sich wieder wohl. Es war ein moderater Aufwand. Insgesamt würde ich sagen, das ist ja auch immer eine relevante Frage, die ihr viel stellt. Insgesamt würde ich sagen, haben wir für den Innenraum 2 bis 2,5 Stunden gebraucht. Zusätzlich nochmal ungefähr 1/2 Stunde für die Sitze. Also lass es 3 bis 3,5 Stunden gewesen sein. Und damit haben wir den Innenraum wieder gut hergestellt. Er hätte auch deutlich dreckiger sein können, ohne dass es länger gedauert hätte, weil die Schritte oft die gleichen sind. Deswegen gerade eine Innenraumaufbereitung vor dem Verkauf lohnt sich immer.